Wenn Sie hinter den Reapern her sind, zeigen Sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass Sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden Sie briefen. Bin ich freiwillig hier oder habe ich mich bereits freiwillig gemeldet? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Und womit? Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. So wird man einfach abgeschaltet. Ach, kaum zu fassen. So, schauen wir uns doch erstmal unsere Gesinnung an. Ja, sind wir ja schon mal ein bisschen... Ja... Sieht schon mal nicht schlecht aus. Das arbeiten wir uns dann aber noch weiter hoch. Genau, hier gibt es so Skills. Und wenn man dann Stufe 4 erreicht, kann man sich so aussuchen, was man machen möchte. Zum Beispiel hier. Sowas, Kryo, Kampfmeisterschaft. Und das baut auch teilweise aufeinander auf. Ich nehme erstmal Kampfmeisterschaft, weil das dich so ein bisschen stärker macht. Genau, und wenn man hier auf 2 hat, schaltet man das hier frei. Und die Codex-Einträge werde ich natürlich wieder nicht lesen. Können wir? Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache einen Gewinn oder ein Risiko darstellen. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Aber Jacob ist bestimmt netter zu mir. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehme es zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Zeit bei der Allianz? Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit also quasi der Black Allianz Ops. Fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie Black leugnen Ops. Können, uns überhaupt zu Schwarze kennen. Operation. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Und warum haben Cerberus? Sie sich, warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Die Menschen wurden endlich dazu eingeladen, sich dem Rat anzuschließen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Amen. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Hey, und das gibt's halt auch immer, deswegen muss man nie zum Schiff zurückrennen. Sieht man noch einmal, was man hier so bekommen hat. Boni importiert. Sie haben einen Bonus erhalten, weil Sie einen Charakter mit Stufe 34 nach Mass Effect importiert haben. 1000 Erfahrung, Credits. 20.000 Credits, nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? 190 Vorbild, 3 Abtrünnigen. Wo hatte ich denn damals die Abtrünnigen-Punkte her?
Gute Frage. Ich glaube, als wir das letzte Mal geschaut hatten, hatten wir da gar nichts. Kann das sein? Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Vielleicht waren es auch wirklich drei. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Okay. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Da sind wir. Irgendwas fliegt durch die Luft. Ruß oder so. Oh, und wir haben unsere... Hier, das Sniper ist viel besser. Es wackelt nicht rum. Oh, ist das schön. Wir haben eine Schröte. Und wir haben unser Gewehr. Das gute alte Gewehr. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Ich glaube nicht, dass sie freiwillig gegangen sind. Ich speichere nochmal. Und dann schaue ich mal, ob es Schnellspeicher noch gibt. F6 war das. Seltsam. Keine Leichen, ja, gibt's keine noch. Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Hm. Ah, F5 ist es diesmal. Aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Gute Feststellung. Und ich frage mich... Ich hab sie! Zum einen, was das für Hunde hier sind. Zum anderen... wie man hier nochmal Nahkampfangriffe benutzt. Optionen. Tastenzuordnung. Nahkampf F. Habe ich irgendeine Taste mit V belegt? Nö. Dann machen wir das doch mal auf V. V ist nämlich mein Nahkampffinger. Das habe ich schon seit Call of Duty. Seit Call of Duty 4. Und der gefällt mir auch viel besser. Kann ich mit dem Kolben jemanden ins Gesicht schlagen? Quarianer. Keine Bewegung! Das Level ist. Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Tali! Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Tali! Shepard? Mensch! Ist das... Sie leben? Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen.
Ist das nicht seltsam? Ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Ach, das ist ja nett. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa, Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Mensch, das ist ja cool. Sehen wir Tully mal wieder. Wo ging's hier jetzt raus? Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Oh. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Bereit. Auflage Energieversorgung online. Aua. Das Mistvieh ist noch explodiert. So, einmal hacken. Das Ding, das Ding, das Ding. Da, da, da. Da, 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 da. Sehr schön. 2000 Credits. Keine schlechte Ausbeute. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Was? Was? Oh, oh. Ja, ach ja, das ist ja, das ist diese Umgewöhnung, oh. Dass ich jetzt hier mich dass ich mit Leertaste alle Aktionen mache. Prasa und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Diese Idioten. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Einmal bitte Überladung. Ja, so muss es schön. Perfekt. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Das Ding. Weiter Boden. Schön. Das Problem ist, was mir jetzt gerade so einfällt, wir sind im Inneren der Ladedocks. Dass Vitor hat einen schweren Mech umprogrammiert. Schwere Waffen. Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Okay. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Gehe Richtung Deckung! Achso, Q und E. Nehme Deckung! Ah, okay. Das ist wirklich ein schwerer Mech. Sind das eigentlich auf einmal so viele? Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Aber wir kriegen das hin. Verteidigungssysteme. Einmal. Überladung. Achtung, schalten Sie Ihre Schilde aus. Oh, es laggt. Ach, der hat die Kissen kaputt gemacht. Der hat die Kissen kaputt gemacht. Ja, das war jetzt nicht so toll und außerdem laggt es wieder. Ich muss echt irgendwas an der Grafik verändern, das geht so nicht. Ich brauche ja zum, also ich brauche fürs Aufnehmen 30 Frames und fürs Spielen auch nochmal 30 Frames.
Und ich bin gerade bei 16, das heißt, ich dürfte bei so 46 Frames sein, gewesen sein, gerade eben. Feinde! Mit Überlastung! Warum habe ich hier eigentlich nur einen Schuss für? Terrestrieller Schaden. Einfach wie kaputt. Ein Warp zur Schwächung auf die schwere Panzerung. Treffer! Oh. Was das wohl ist. Monster kommt zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Was für Schwärme? Verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Niemand wird ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört sie nicht, Commander. Ja, wenn ich das jetzt gleich richtig sehe. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Max, beschütze mich. Genau, was wir gerade gesehen haben, ist Vorbildhandlung ausführen. Es gibt so bestimmte Hotkey-Aktionen, wo man sich dann für gute oder böse Punkte was machen kann. Wieso haben die sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Was denn? Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Ja, irgendwelche komischen. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Sie sammeln Menschen. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster. Die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Oh. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Nein, das werde ich nicht tun. Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber sie überlassen ihn bitte mir. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung.
Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung.